Freaks und willkommen zu meinem Unboxing-Video von der Eternia Collection. Ja, es wird noch ein Unboxing gemacht. Es gibt zwar schon einige Unboxings dieser schönen Kollektion, beziehungsweise Edition, aber ich lasse es mir nicht nehmen. Ich werde ja auch noch mal eins machen und ich sage nur, viel Spaß dabei. So, machen wir mal kurz hier. Hier eben halt nochmal erstmal eingepackt die Eternia Collection. Dann, natürlich kriegt man bei der Erstlieferung die beiden Austauschdisks. Hier, das waren ja Discs 7 und 9, wo die Promo-Synchros bei der Erstpressung gefehlt haben etc. Hier sind die ja mit drin. Und dann gibt es eben halt hier eine Gutscheinkarte. Eben halt mit 5 Euro Rabatt, aber dann einlöst bis 31.12. Ah gut, aber wird sich sowieso nichts mehr bestellt jetzt, aber ist egal. So, dann wollen wir das gute Stück doch mal auspacken. Ich dass mir da der. Da muss ich nicht unbedingt hier den kleinen Aufkleber kaputt machen. Weil den kann man vielleicht nochmal irgendwie behalten. So, jetzt aber. So, einmal ob ich das vielleicht so ausgezogen kriege. Was wieder. Das wahrscheinlich ja nicht funktionieren wird. Ah doch, es geht sogar. Sehr gut. So, dann holen wir jetzt erstmal hier die Seite. Dann, wie gesagt, der Aufkleber wird sich dann noch abgeschnitten. So. Also ich finde die Box ja richtig cool gemacht. Auch hier mit diesem Glanzeffekt. Finde ich richtig gut gemacht. Richtig cool. Das Einzige, was ich mir wirklich noch gewünscht hätte, dass hier oben Masters of the Universe steht. Oder He-Man and the Masters of the Universe. Aber da ist ja eben halt die Eternia Collection ist und auch mit She-Ra, ja, muss schon eben halt dann das so mit drauf sein. Von daher ist auf jeden Fall eine ganz schicke Box. Und jetzt gucken wir mal. Ist das auch mit Klebepatch festgemacht? Ja, ist festgemacht. Jetzt muss ich überlegen, lasse ich das dran oder mache ich das ab? Nee, also ich habe keine Beschädigung an meiner Box, sehe ich gerade. Das hatte ja der liebe Olli, schöne Grüße an dich, der Moviepicker, der hatte das ja, das hinten bei ihm da irgendwie wo ein Kratzer dran war oder so. Das habe ich Gott sei Dank nicht, aber ich lasse jetzt einfach mein Backpacking, ich sag mal, den Aufkleber lasse ich dran. Aber auch, was hier alles drin ist. Wie die Extras alle. Also ich finde es mega. Also ich finde das eine richtig mega gute Box. Also was Player und Features da auf die Beine gestellt hat, finde ich schon beachtlich. So, dann haben wir mal hier den berüchtigten Episodengeist. Wir sehen jetzt hier rauskriege. Wo es ja eben halt so ein paar. Ja, ich sag mal, Druckfehler drin gibt's, aber ich werde einen Teufel tun und das dann bei Player und Pictures irgendwie beanstanden jetzt oder so weiter, weil da gibt's ja schon genügend Genüge von bei Facebook etc. Und die haben ja auch schon reagiert, aber ich
werde das so behalten. Also von daher, Hammer. So, dann haben wir hier den Nachdruck von dem einen Comic. Eine Falle für He-Man. Das ist ja, glaube ich, aus irgendeinem Sammelband, die so ein Auszug. Aber cool, warum nicht? Also ich find's nicht schlecht so als so ein Gimmick. Also so. Jetzt gucke ich mal eben kurz, dass ich das hier mal rauskriege. Ah ja, genau, das waren ja die ganzen, das waren ja die Poster etc. Na, wer kommt denn? Wer kommt denn da noch? So, das ist hier. So, ja, haben wir ja hier genau, da haben wir hier doch das Poster. Was eben halt auch das Motiv hat von dem Eine Falle für He-Man Comic. Dann haben wir ja hier noch das Poster von. Na komm. He-Man und She-Ra, The Secret of the Sword. Finde ich schon ganz gut, dass sie da auf jeden Fall den englischen Originaltitel stehen gelassen haben und nicht den deutschen Das Geheimnis des Zauberschwerts. Ja, dann haben wir hier noch ein paar, ja ich sag mal Filmcell-Drucke, aber dann auf Pappe. Aber finde ich schon echt gut gemacht, also hier allein mit He-Man. Dann hier mit Battle Cat. Hier haben wir She-Ra und Swiftwind. Und dann natürlich hier Skeletor. Richtig gut gemacht. Also ich finde das richtig klasse. Ich finde das richtig, eine richtig gut gemachte Edition. So, dann haben wir hier das erste Digipack. Wobei ich dann wirklich sagen muss, also man hätte sich hier wirklich wünschen können, dass da irgendwie vielleicht noch so ein Umschuber drum ist oder so. Aber mein Gott, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Dann haben wir jetzt hier He-Man and the Masters of the Universe, Disc 1 bis 5. Richtig, richtig schick aufgemacht. Gut, das Einzige, was natürlich wirklich schade ist, dass die alle das gleiche Covermotiv haben, die Discs. Aber mein Gott. Aber dass eben halt das so ausgefaltet hier ein komplettes Bild ergibt, finde ich schon mega. Also das ist... da hat man sich wenigstens auch ein bisschen was einfallen lassen noch. So, dann haben wir hier He-Man and the Masters of the Universe Disc 6 bis 10. Dann eben halt hier mit dem Motiv. Wir sehen ja, hier muss ich dann noch die Austauschdiscs reinpacken, beziehungsweise die Discs tauschen. Dann haben wir hier das durchgängige Motiv mit Skeletor. Finde ich auch richtig gut gemacht. Ah, verkehrt rum. So. So, und dann kommen wir schon hier zu den Digipacks von She-Ra, The Princess of Power. Bis 11 bis 15, Folge 1 bis 65 von She-Ra. Haben wir jemals hier auch die Discs wieder drin, auch alle gleiches Covermotiv. Und dann haben wir hier auch hier wieder ein durchgängiges Motiv. Also ich finde, was Play on Pictures wirklich hier gemacht hat, finde ich richtig, richtig Bombe. Also da kann ich nicht meckern. Dann haben wir jetzt hier die zweite Box von She-Ra, Princess of Power und Extras. Auch richtig gut gemacht. Und das Einzige, was ich jetzt hier schade finde, dass sie jetzt hier bei diesem Motiv She-Ra und He-Man nochmal genommen haben, wobei das ja eigentlich in Hordaks Thronsaal ist. Da hätte man eigentlich dann hier Hordak drauf machen müssen. Das fand ich natürlich schon ein bisschen schade, aber ich sag ja, das ist wieder jetzt Meckern auf hohem Niveau. Und dann haben wir hier innen drin eben dieses Artwork noch von der ganzen Gruppierung, von den Masters of the Universe, beziehungsweise Skeletor und He-Man. Richtig, richtig schick gemacht. Das Einzige, was bei mir schade ist, anscheinend hat es hier auch mal beim, was heißt beim Verpacken, aber vielleicht bei der Herstellung irgendwie hier einen Schlag abgekriegt. Aber von außen sehe ich an der Box nichts, also da ist alles heile.
Wo jemals hier hat es wohl einen Schlag abgekriegt. Hier oben ist ein bisschen eingerissen. Ja, und hier unten genau das gleiche. Ja, ob man es so sehen kann, weiß ich nicht, aber mein Gott, also das ist jetzt, ne? Hätte mir genauso gut zu Hause passieren können. Von daher alles gut. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen anders. Obwohl, ne, war ja genauso, war ja auch so drin, bin ich doof. So, machen wir erstmal, ich packe es jetzt erstmal wieder ein und nachher mache ich dann die, tausche ich dann die, das ist mal aus. Beziehungsweise eigentlich kann ich es auch jetzt mal eben sofort machen. Hätte ich auch schon mal vorher ausprobiert, oder? Ja. So. So, das waren dann hier drin die Discs. Jetzt muss ich gerade gucken. Genau, das waren die Discs 7 und 9. Also einmal hier Disc 9. Und hier Disc 7. Na. So, dann sind die jetzt getauscht. Erledigt. Kann ich nämlich das jetzt auch schön hier jetzt wieder mit erstmal einpacken. So, das wieder alles rein. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eine richtig schick aufgemachte Box. Mit eben halt, wie schon bei Facebook und so gesehen, ein paar Schönheitsfehlern, aber ganz ehrlich, solange alle Episoden drauf sind und die Synchros und alle Extras und so, ist mir da sowas von wurscht. Von daher kann ich ja voll und ganz mit leben. Aber wie gesagt, ich finde die Edition richtig klasse und richtig cool. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir wirklich gewünscht hätte, dass hier oben He-Man and the Masters of the Universe gestanden hätte, aber ich sag ja, das ist wieder jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Hoffe natürlich jetzt erstmal dieses Video, was leider wieder ein bisschen, naja, nicht so ganz professionell rübergekommen ist, wie es rüberkommen sollte. hat euch soweit gefallen? Wie gesagt, es gibt ja noch jede Menge andere Review-Videos von dieser Box. Aber ich habe gedacht, ich mache einfach mal eins und beziehungsweise so ein Unboxing-Video. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal eins und von daher. Ja, hoffe, wie gesagt, erstmal hat euch soweit gefallen. Und dann würde ich wie immer sagen, bis zum nächsten Mal.